Tali Schulz trainiert werden. Und die, das war, ich sage das noch einmal, eine deutliche Überraschung. Manche sagen auch eine Sensation, dass sie bei den deutschen Meisterschaften in Oberstdorf sich den Titel geholt haben. Auch Rostislav Sinitsyn ist natürlich mit dabei im Trainerteam. Manchmal guckt auch Martin Skotnitsky vorbei, also eine Rundumbetreuung. Und der Hendrik sagte mir vorher, Sie sind eigentlich beim Finstep ganz gut drauf. Absolut. Also im Training, was ich gesehen habe, gute Qualität. Die beiden sind sehr gut vorbereitet auf diese Meisterschaft. Eben Martin Skotnitsky hat am Jahresbeginn nochmal intensiv mit ihnen den Tanz geübt. Und wer könnte es besser wissen als der Erfinder selbst? Bisschen aus der Musik jetzt in der Phase. Ja, die beiden haben Lampenfieber. Der Übergang auch nicht ganz eng beieinander wie vorher die Ukrainer. Also, nach dem Bayer ist wieder ein Geschwisterpaar für Deutschland auf dem Eis. Ob das nun das Ende der Zusammenarbeit zwischen Elis Ganschina und Alexander Gashi bedeutet, das muss man abwarten. Denn eines ist auch klar, die beiden werden natürlich jetzt nicht hier zwei Startplätze erlaufen können. Das ist schlicht und einfach unmöglich. Das ist der erste große internationaler Auftritt. Ein Traum geht sowieso diesbezüglich in Erfüllung. Ob das jetzt gleich so weitergeht bis hin zu den Olympischen Spielen, auch das bitte muss man in aller Ruhe abwarten. Sie studiert Psychologie im ersten Semester, er studiert BWL, Business und Management Studium. Man muss mal gucken, wie das Ganze sich entwickelt und was die Preisrichter jetzt sagen. Ja, ich habe den Eindruck, Sie haben die Trainingsleistung nicht ganz erreicht. Da waren Sie noch ein bisschen sicherer, souveräner. Vielleicht war es der erste große Auftritt. Für ein Debüt nicht schlecht, aber sie hätten es noch einen Tick besser gekonnt. Muss man sehen, wo man sie jetzt einordnet. Und ich denke, die Deutsche Eishockey-Union kann sich glücklich schätzen. Die hat zwei sehr gute Paare. International im Verlauf der Saison Ganschina Gashi mit den besseren Resultaten. Bei den deutschen Meisterschaften Hermann Hermann mit dem besseren Tag. Und sie sind jetzt nun mal dabei, sind qualifiziert, aber ich denke, die Diskussion, wer nun das beste deutsche Paar hat, die wird andauern und das wird sicherlich in den nächsten Jahren ein interessanter Zweikampf werden. Hier Vitali Schulz im Bild, der Carolina und Daniel Herrmann wirklich perfekt vorbereitet hat auf diesen Wettbewerb, eben vor allen Dingen auf diese deutsche Meisterschaft, wo sie ihre absolute Bestleistung zeigten. Ja, das war das Entscheidende. Das muss man auch mal festhalten. Es ist nicht so, dass man sie zu deutschen Meistern gemacht hat. Schlicht einfach am grünen Tisch gemacht hat. Und das ist ein super Resultat. Ein super Resultat. 28,40 Punkte. Das ist ein, ja, fast schon sensationeller vierter Platz im Augenblick. Also das ist ein Granateneinstand bei diesen Europameisterschaften für Carolina und Daniel Herrmann. Und damit erübrigen sich, liebe Zuschauer, absolut alle Diskussionen, die im Vorfeld noch irgendwie